alle, sehr geschätzte Damen und Herren, liebe Freunde hier des Prodiger Wahnes, was für ein Spektakel, was für ein Einmarsch heute vom Weingott Bacchus mit seinen Bacchanten und natürlich auch mit unserem griechischen Weinmeister hinabgestiegen vom Götterlein rüber, dann zu uns hier rübergereist mit München, abgeholt, schön ist die Jugend, der aber nicht gespielt. Im weiten deutschen Lande, sowas, im weiten deutschen Lande, Kinder von der Mosel. Größeres Glas, ja. Ja, was will man wissen? Steht hinter der Tür. Also einer muss ein paar unserer Glas holen. Das war nicht nur eine halbe Portion, sondern ein richtiger Liter. Ja, ein schöner Liter Wein. Toner macht mit dem Barus mit. Von der Eier. So, schöne Oberlinie, gut. Nutzt doch während, ah, das ist frisch. Der Bacchus, wie immer. So, finden Sie vom Verkehrsverein jemand, der den Bacchus im würdigen Pokal überrascht? Böse Gerüchte hier, aber Gott bleibt Gott, und du bist ja hier nicht zu wissen. Wir schlagen die Herzen voll Freude entgegen, dann reiche ich dir gerne den Saft der Reben. Leere dieses Glas mit goldenem Wein, möge er dir ein Freudenspender sein. Bacchus, Herr von Spund und Ahnen, ruft euch zu, ihr ebenen Sächer, füllt die Becher, leert die Becher mit dem Durst von tausend Ahnen. Prost! Thank you.
Laufwerk, aber nicht auf Wasser. Ja, ist top, top. Der Ball ging voll. Wir wollen nicht meckern. Wir wollen nicht meckern. Sondern genießen den Prediger Wein und vor allem den wunderschönen Abend wieder auf dem herrlichen Festplatz. So, ich weiß nicht, habt ihr noch einen Abschied ins Zelt? Achso. Also mit Raten, ja, sehr gut. Ja, ich gehe nicht so gerne. Dann probieren wir uns auch noch einen Ausdruck. Magst du den Bild schon mal Platz nehmen? So, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Stelle noch mal besucht. Alle drei natürlich. So, aber erstmal. Die Bakanten